Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Projekt. Und zwar, ihr seht schon, wir sind gerade im Hauptmenü und auch ohne Texture Pack. Das Projekt werden wir nämlich ohne Texture Pack spielen. Praktisch ganz normale Vanilla-Texturen, aber mit einem Shader, der wird bleiben, weil das schaut immer noch einfach ganz gut aus. So, und wir stellen dann gleich mal eine neue Map. Und zwar, das Projekt, lange schon angekündigt, werden wir in Hardcore spielen. Und zwar, diese Welt wird einen ganz speziellen Namen bekommen, eigentlich ganz simpel. Ich nenne es mal Ein Chunk oder One Chunk. Und zwar die Challenge, wir gehen gleich rein in den Welteditor, also in das Create New World. Die Challenge ist, wir dürfen uns nur innerhalb von einem einzigen Chunk für die gesamte eben Season, wie auch immer, Welt bewegen. Ja, das Projekt kann sehr kurz werden, weil es kann sehr schwierig werden. Es kann relativ simpel werden, wenn wir Glück mit dem Spawn haben. Hier die Option lassen wir an, General Structures. Im besten Fall kriegen wir irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Wenn wir mal rein, bis die Welt sich generiert. Und zwar, genau, wir werden nur in einem einzigen Chunk uns bewegen dürfen. Und ich hoffe jetzt so ein kleines bisschen natürlich auf einen halbwegs guten Spawn. Eine Sache müssen wir haben, und zwar, das ist mindestens ein Baum. Wenn wir ohne Bäume spawnen, haben wir eigentlich keine Chance, irgendwas hier zu machen. Und perfekt, wir haben Bäume. Ach, und ihr seht schon, ich habe den Chunk hier sogar schon an. Es gibt nämlich einen Hotkey oder einen Command mit F3 plus G. Dann kann man nämlich die Chunk Borders anmachen oder ausmachen. Muss ich nochmal vorsichtig um hier runterkommen. Ruckelt glatt ein kleines bisschen, weil die Welt sich noch generiert. Stehen ja ziemlich weit hier oben jetzt. Genau, und wir dürfen uns nur innerhalb dieses einen Chunks bewegen. Ich werde jetzt nicht permanent hier diese Kanten anlassen für den Anfang jetzt schon, damit wir einfach ein bisschen uns nicht zu schnell hier verlaufen. Also halt aus diesem Chunk aus Versehen rauslaufen. Ich darf auch nichts, also meine Challenge ist praktisch für mich, ich darf nichts außerhalb dieses Chunks auch nehmen, Blöcke zerstören. Das heißt, wenn dieser Lavasee zum Beispiel jetzt komplett außerhalb des Chunks ist, darf ich nicht mit dem Eimer einfach mal kurz hier rüber und hier draußen dann Lava nehmen, sondern ich darf jetzt nur die Lava nehmen, die hier genau an der Kante spawnt. Mit der Lava haben wir sogar echt ziemlich viel Glück und ich hoffe, es fackelt jetzt nicht der ganze Wald hier ab, weil das wäre ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Und ich beeile mich auch mal gleich ein kleines bisschen, weil das Schwierigste, glaube ich, wird an dieser Challenge mitunter die Nahrungsbeschaffung. Und ich sehe auch gerade, das Wasser ist leider außerhalb von unserem Chunk. Das ist ein bisschen schlecht. Ein bisschen aufpassen mit diesem Lavasee hier vor allem. Und ich sag mal direkt, wir werden... Brauchen einen ganz kleinen Höhleneingang. Oh, wir haben Kohle schon sofort. Perfekt. Das ist gut. Genau. Ich muss nur ein bisschen sammeln, damit ich jetzt hier keinen Mist baue und möglichst schnell auch vorwärts komme. Oh, habe ich da ein Schaf gehört oder ist irgendwas kaputt gegangen? Also auf jeden Fall brauchen... Oh, Samen. Perfekt. Wir haben einmal Samen. Das ist sehr gut. Ich habe das Ganze nämlich schon mal testweise mal kurz angespielt, ob man sowas eigentlich umsetzen kann. Aber wenn wir jetzt schon Samen haben, ist gut, weil daraus können wir Weizen erstellen und brauchen halt eben nur Wasser. Das ist jetzt das Einzige, was uns hier wirklich fehlt. Ja, ich mache hier wieder einen Ausgang. Und was wir vor allem auch brauchen... Ich glaube, was hier kaputt geht, ist durchs... Ah, was ist denn das für ein Baum? Ach, wir sind an einem Sumpf gespawnt. Das klingt hier die ganze Zeit so komisch. Interessant. So, schnell. Ah, nee, wir brauchen eine Axt. Erstmal mehr Sticks. Erstmal die ganzen Standard-Tools. Also, die Spitzhacke kommt erstmal ganz da hinten. Schaufel von mir aus auch. So, und jetzt ganz schnell hier Holz abbauen, bevor das hier nicht wegbrennen sollte. Das Gute ist, wir haben einen relativ guten Spawn eigentlich von der Position her. Ich hatte schon Welten, da sind wir so halb in einer Höhle gespawnt. Ich habe nicht mal ein, zwei so Welten generiert, einfach mal zum Testen. Ja, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf das Projekt wie ich. Wir gucken einfach mal, wie weit es geht. Es kann sehr schnell vorbei sein, es kann in der ersten Folge hier schon vorbei sein. So, an den Baum dürfen wir nicht ran, wir dürfen höchstens nur hier an die Blätter ran. Aber an den Baumstamm dürfen wir nicht mehr, weil genau hier ist eine Chunk-Border-Kante. Und das Gute ist, dass man sich eben so die, Chunk-Grenzen anzeigen lassen kann. Weil ohne das wäre es wirklich ein bisschen sehr schwierig, das hier zu spielen. Und das Witzige wird auch das Bauen. Wir müssen natürlich sehr platzsparend bauen hier. Und ich bin gespannt, was wir alles bauen können. Und als Idee natürlich, was bietet sich mehr an, wenn man wenig Platz hat, als einen ewig und endlich langen hohen Turm. Es wird nur die Schwierigkeit, wie kommen wir an Wasser? Irgendwann wahrscheinlich unterirdisch müssen wir irgendwann mal Glück haben, auf eine Wasserquelle zu stoßen. So, wir haben alles unser Holz hier abgebaut.
So, was ich noch mitnehme, ist auf jeden Fall das Gras hier. Ich glaube, was ich dann auch langfristig machen werde, ist alles auf diese Ebene hier runterbringen. Ah, da dürfen wir nicht ran, Mist. Ja, ärgerlich. So, ich nehme gleich mal ein bisschen Erde mit, damit wir für alle Fälle uns nachts irgendwo hochbauen können oder irgendwie schützen können mit ein bisschen Erde, was weiß ich. Im größten Notfall buddeln wir uns einfach in den Boden rein. Und machen die klassische Höhlenübernachtung am Anfang des Spiels. Ich glaube, das kennt auch jeder Minecraft-Spieler. Erste Nacht wird meistens in der Höhle verbracht. Selten, dass man da schon ein Haus und Bett hat. Obwohl, ein Bett geht eigentlich relativ easy, wenn man halbwegs früh auf Schafe trifft. Ich sehe nur leider, Tiere haben wir halt hier gar keine. Das ist ein bisschen schade. So, hier müssen wir nur gleich ein bisschen aufpassen mit der Lava. Ich lasse das mal so stehen hier als Ring außenrum. Das wird auch nicht aus Versehen reinfallen. Aber dass wir Lava jetzt hier als Vorrat haben, also nutzen können, das ist eigentlich ziemlich gut sogar. Komm, ich buddel gleich mal die ganze Erde hier weg, dann haben wir das schon mal erledigt. Wir müssen eh warten, bis die ganzen Bäume hier decayen und despawnen. Das Gute ist, wir haben Saplings, das heißt, wir können jederzeit ein neues Holz anpflanzen. Wir haben ein einziges, ja, Samenkorn für Weizen. Das ist auch schon besser wie die Maps, die ich bisher getestet habe, weil da hatte ich nämlich gar keinen, Weizen oder halt keinen Samen dafür. Keine Seeds. Und damit können wir zumindest was... Oh, Mangroven. Ist das ein Sapling? Ich glaube ja, oder? Ich lege den mal so lange noch zur Seite. Ich will nicht aus Versehen zerstören, wenn wir den wieder abbauen. Ich weiß nicht so ganz, wie die funktionieren. Und wir haben keine Steine. Dann lass doch mal hier noch 1, 2 runtergehen, eventuell. Wie tief machen wir es denn? Wir sind auf der Ebene hier. Das ist praktisch Decke. Da haben wir 1, 2, 3. Dreierhöhe würde eigentlich sogar fast passen. Ich würde aber noch eins weiter runtergehen. Und dann könnte man hier auch eine Decke auskleiden später, wenn man das möchte. So, der Vorteil ist, dass wir nämlich die Shader aktiv haben. Ich hebe mir die eine Kohle auf. Weil zur Not müssen wir nämlich Holz verbrennen für weitere Kohle. Damit wir ein bisschen Charcoal bekommen. Eine Kohle gefunden bisher. Müsste ein bisschen mehr werden. Ich buddel hier auf jeden Fall erstmal kurz ein bisschen fleißig Steine weg. Die werden wir nämlich auch zuhauf brauchen. Oh, das kann auch so von Hand weg. Und ich glaube, es wird... Ne, noch nicht dunkel. Oh, den darf man mitnehmen. Perfekt. Ach, das sind die Mangroven, die ganze kaputt gehen. Genau, die klingen so komisch. Ach schade, ich habe noch nie Mangroven gesehen und auch diesen Block da noch nie gesehen. Schade, jetzt können wir nicht mal hin. Dürfen wir einfach nicht hin durch die Regeln. Naja. Und ich habe natürlich auch schon was entdeckt, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Da hinten ist einfach ein NPC-Dorf und wir können nicht hin. Ah, das ist so schlimm. Ich überlege schon so ein bisschen, aber vielleicht irgendwann versuchen hier diese Bäume anzuzünden. Damit wir ein bisschen die Sicht hier frei bekommen. Also irgendwann später mal natürlich. So, was wir brauchen, halt erstmal Holz. Ja, was mache ich denn? So, ein paar Sticks. Für einmal Schaufeln. Vor allem brauchen wir ein Schwert. Was mache ich denn heute? Mein Gott. So, jetzt sind die Sachen wieder richtig, in der richtigen Reihenfolge. Wir können schon mal einen Ofen erstellen. So, das ist die Überlegung. Aber warte mal, das ist jetzt blöd mit der Kante hier. Ah. Naja gut, dann ist halt hier vielleicht so eine... Ja, wohl, es würde sich fast anbieten, sogar wieder einen höher zu bauen, ne? Weil dann kann man nämlich das hier schön als natürliche Kante nehmen, weil so schaut es ein bisschen blöd aus jetzt. Und wenn ich jetzt einen Zaun hier hinsetzen würde... Ja, haben wir hier die Kante, ne? Ah, ich muss mal sagen, sorry, ich muss leider nochmal... Wir füllen das hier nochmal auf. Ein bisschen verrechnet, leider. Ja, wir füllen es einfach gleich alles auf. Dann haben wir es später nicht mehr zu machen. Ich mache erstmal nur diesen Ring hier außen rum und dann gucken wir mal weiter. Weil, was ich mich möglichst gerne ziemlich schnell jetzt auch machen will und eigentlich auch muss, ist irgendwie mich hier in Sicherheit bringen, so ein bisschen für die Nacht. Etc.
nehme das Ding schon mal mit. Oh, es ist alles langsam wieder jetzt ohne Diamantentools und so weiter. Ganz ungewohnt. Ach, das war nicht so smart, weil wir brauchen erstmal ein paar Leitern. So, und zwar, was ist denn halbwegs die Mitte hier? Das müsste... Genau, der hier ist circa mittig. Und der. Das heißt, wir können nicht perfekt mittig bauen, das geht leider nicht. Weil die Mitte wäre genau zwischen zwei... Also genau hier ist halt die Mitte. Ich glaube, das muss sogar der Mittelpunkt sein. Ja. Das wäre der Mittelpunkt, aber wir können halt nur einen von den vier hier nehmen. Deswegen nehme ich jetzt mal den hier. So, und wir bauen uns hier mal ein bisschen hoch. So, 3, 4, 5. Gehen wir ruhig 6 hoch, oder? Halt, oh Gott, was mache ich denn? Ich spiele wieder größter Anfänger gerade. Und hier oben können wir uns dann jetzt mal eine kleine Plattform bauen. Gehen wir erstmal 3 in jede Richtung. Da haben wir ein bisschen Platz hier oben. Ein bisschen beeilen, weil es wird gleich dunkel. Da will ich gar nicht mehr zu viel mich da unten aufhalten. Einfach nur durch die Angst, dass jetzt hier Monster spawnen könnten. So, das machen wir zu. Lalalala. So, dann füllen wir das hier noch auf. Dann haben wir zumindest so eine kleine Plattform, auf der wir uns bewegen können. Und schon mal halbwegs sicher sind für die Nacht. So, das kommt nämlich gleich mit nach oben. Ja, und hier unten müssen wir aber aufpassen, weil wenn hier vor allem ein Creeper langläuft, der wird uns ziemlich schnell den Chaos machen am Anfang. So, von hinten brennt es noch ein bisschen, das wird aber auch bald vorbei sein. Dann gibt es da nichts mehr. So, und was wir jetzt brauchen, sind einerseits ein Ofen. Ich muss jetzt mal, ja, Charcoal machen, weil sonst kommen wir keine weitere Kohle. Setze ich da mal die Werkbank hin. Das verwerten wir erstmal zu Holz. Das ist die Frage. Wir könnten Steinmauern machen hiermit. Oh, mit etwas Glück kommen wir sogar in unseren Keller da unten ran. Ich meine folgendes, weil über die Steinmauern kommen ja Monster auch nicht rüber. Einfach nur so ein bisschen zum Schutz für den Anfang. Das machen wir noch ganz schnell, bevor jetzt hier die ersten Monster angelaufen kommen. Ich hoffe, noch ist Ruhe. So, und zur Sicherheit, wir machen das mal hier. Ja, das passt, das ist zu. Oh, ich hab Schiss, ich sehe nichts vor allem. So. Oh, mir fällt gerade eine Sache ein. Moment, ich gehe mal ganz kurz nach oben. Ich kann es auch unten machen, weil es pausiert sowieso. Ich muss den Regen wieder anschalten, weil jetzt wäre sogar Regen eventuell gar nicht mal verkehrt. Unter was fällt das denn? Video-Settings? Aber ist es hier? Weather on, genau. Ich habe den Regen ja mal ausgeschaltet, weil der mich ja so extrem gestört hat. Ja, da hinten wäre ein NPC-Dorf. Ich habe gefühlt überall Geräusche. So, machen wir mal ein bisschen einen Ring hier außen rum. Ja, das war ein bisschen zu viel. Wir müssen nochmal einmal Mauern bauen. Ah, wir haben Charcoal. Okay, da können wir zumindest schon mal ein paar Fackeln machen jetzt mit. Erstmal hier auf alle Kanten eine hin. Und dann können wir unten auch gleich noch ein bisschen ausleuchten. Das Holz darf auch wieder raus, so lange hier. Im besten Fall finden wir nämlich bald ein bisschen neues... bauen ein bisschen neues Holz an. Und finden neue Kohle, so rum. Ist die Frage... Kriegen wir das zu, wenn wir jetzt hier bauen? Ja, würden wir fürs Erste. Okay, dann sind wir zumindest mal sicher vor Creepern, die hier angelaufen kommen. Und auch so kann kein Monster hier einfach die Leiter hochklettern. Mal hier nochmal Fackeln, dann ist zumindest mal hier ein bisschen ausgeleuchtet. So, und wir könnten uns dann eigentlich auch direkt in diesem Zuge, sobald wir ein paar Leitern gemacht haben. Und ich mache mal ganz kurz jetzt hier dieses Chunk-Grid aus, das schaut dann doch auf Dauer nicht so schön aus. So, ich mache ein paar Leitern, weil da können wir uns auch gleich von hier aus in den Keller buddeln. Natürlich machen wir das sehr vorsichtig. Ah, perfekt, da sind wir auch schon in unserem Mini-Keller angekommen da unten.
Mach mal eine Fackel hin. Hier nur, zack, das verlängern. Perfekt. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir kurz ein bisschen Steine ab in der Zwischenzeit. Das würde sich vielleicht anbieten, noch ganz kurz ein paar Bäume irgendwo zu setzen, oder? Ich nehme das hier auch mal weg, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Hier in die Richtung müsste irgendwo Kohle sein. Zumindest da einmal Kohle gefunden haben. Okay, warte für die Bäume, aber mache ich folgendes. Die nicht zu weit wegsetzen. Huch. Okay, ich wusste nicht, dass man so seine Items wechseln kann. Im Inventar. Ich mache das jetzt mal so, damit ich auch sicher bin, dass die wachsen. Ja, ganz gut sogar. Und hier drin. Eine ziemlich gute Reichweite. Hier das Grünzeug müssen wir noch ein bisschen entfernen dann. Schon mal eine ganze Menge Bäume. Das gefällt mir gut. Na, da setze ich mal lieber keinen hin, sonst fackelt hier wieder alles. Da noch einen, jawohl. So, und bisher sehe ich keine Monster. Wir sind aber in Hardcore. Man sieht es unten an den Herzen. Ist ein bisschen Glück in der ersten Nacht. Da ist aber nichts in Sichtweite. Ah, da ist ein Creeper. Und Spinnenaugen habe ich hier, glaube ich, auch erkannt. Ja, genau, da sind Spinnen. So, und ich mach mal das wieder aus. Im Untergrund muss man halt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt halt nicht zu weit in irgendwelche Richtungen buddeln. Da werde ich es dann echt ab und zu wieder anmachen. Das Gute ist eigentlich sogar, wenn ich es hier anhab. Ich zeig's mal ganz kurz. Hier unten sehen wir nichts, bis wir praktisch an so eine Chunk-Kante laufen. Dann würden wir es erst erkennen. Sonst bleibt das aber alles hier versteckt. Wir müssen uns erstmal wenig Gedanken machen. Ich setze mal noch eine Fackel hier hin. Haben auch ein bisschen Licht hier hinten in dem Bereich. Ja, genau. Ansonsten, Folgenlänge bleibt auch bei 20 Minuten bei diesem Projekt. Wie bei den bisherigen Minecraft-Folgen auch schon. Und für alle, die vielleicht die Folge 200 oder auch die Folgen davor nicht gesehen haben, es wird auf dieser Welt auch wieder weitergehen nach diesem Projekt hier. Praktisch das Projekt ist, denke ich mal, abgeschlossen. Entweder wenn wir sterben oder wenn wir einfach nichts mehr zu tun haben, hier wirklich nichts mehr geht. Und dann wird es auch mit Folge 201 in derselben Welt wieder weitergehen. Aber bis dahin, ja, spielen wir mal eine kleine Hardcore-Challenge. Ich gehe mal noch eine Reihe hier weit in die Richtung, in der Hoffnung, die Kohle bald wieder zu finden. Die Holzspitzhacke haben wir auch immer noch. Die könnten wir jetzt ja, mal aufbrauchen. Ein bisschen Erde müssten wir irgendwie eigentlich noch bekommen. Wir müssen hier oben alles auffüllen. Das Gute ist, eigentlich könnte hier nie was spawnen in diesem ganzen Bereich, außer wir sind zu hoch oder zu tief irgendwann. Dann könnten hier schon Monster spawnen in unserem Chunk, aber ansonsten direkt hier könnte nichts spawnen, solange wir uns hier aufhalten. Wir könnten nur von der Außenseite irgendwie reinlaufen. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann auf einen riesen Höhlenkomplex oder sowas treffen. Das wäre schon ganz cool. So, ich glaube, die Chunks haben wir an, ne? Ja, okay, dann können wir noch weiter buddeln hier. Und falls es mal passieren sollte, dass wir doch mal einen Block zu weit irgendwie abbauen oder sowas, also jetzt hier einen Block zu weit reingehe, dann setzen wir die natürlich wieder hin. Es sollte natürlich kein Diamant oder so sein. Und wenn, dann müssen wir den Diamanten wegschmeißen. Da bin ich dann auch so streng zu mir selber und sage, hey, der ist jetzt außerhalb der Regeln. Oder halt, ist ja, den hätte ich nicht haben dürfen. Dann würde ich den wieder wegschmeißen. So, machen wir es mal noch symmetrisch. Oh. Können wir das symmetrisch machen hier? Ist ein bisschen gefährlich, ne? Wegen der Lava. Buddeln mal vorsichtig hier. Und wenn jetzt gleich Lava runterkommt, dann müssen wir eigentlich, dürfen nicht zu schnell reagieren und einfach zubauen, weil dann haben wir die ganze Lava verschwendet. Boah, das wäre krass, wenn wir sogar irgendwie schaffen, in Never zu kommen hier, weil wir genügend Lava abbuddeln können. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ja eventuell auch möglich sein könnte in diesem Projekt. Wäre aber interessant. Und ich hoffe irgendwann, dass mal ein paar Spinnen oder vielleicht doch ein Schaf vorbeikommt. Dann hätten wir zumindest die Möglichkeit, ein bisschen an. So, können wir den abbauen? Jawohl. Ja, hier müssen wir echt aufpassen. Da müssen wir von oben vielleicht mal ein bisschen abstecken und mal gucken. Das soll dann nicht aussehen, die Lava von unten reinbuddeln. So, ich mache mal ganz kurz das Ding wieder aus. So. Ist der Himmel auch ein bisschen schöner.
Und hier müssen wir aktuell aufpassen, dass es auch kein Skelett irgendwie runterschießt oder sowas. Die Plattform ist nämlich noch nicht sehr groß und sehr sicher. Ist alles noch ein bisschen gefährlich hier, ne? Natürlich auch hier als kleiner, ja, Disclosure oder als Offenlegung, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist tatsächlich die erste Welt, die ich generiert habe, also für, also in dieser Aufnahme. Ich habe jetzt keinen Cut gesetzt oder so, um einen möglichst guten Spawn zu bekommen. Das ist wirklich der erste Spawn und erste Seed, den wir bekommen haben. Was haben wir denn da? Irgendwelche Tropenfische oder sonstiges. Wie gesagt, die einzige praktisch, ja, nicht Regel, aber das Einzige, was sein muss, ist halt, dass ein Baum spawnt. Weil ohne Bäume, klar, kommt man nirgends hin, wenn man nichts machen kann. Ein einziger Baum hätte schon gereicht. Das wäre das absolute Minimum, aber mehr ist natürlich Bonus, in so einem ganzen Wald hier zu spawnen wie hier. Gut, dann würde ich mal sagen, für die erste Folge war es das. Ich hoffe, ihr habt auch genauso Bock auf das Projekt wie ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.